Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stadion-Vlog mit mir, dem Simon, eurem Broski auf dem zweiten Kanal. Ey, muss ich schon da? Was geht? Alles gut? Fahren wir los? Mashallah. Mein Auto fahren? Ja, ist besser, oder? Ja, Freunde. Heute gibt es einen wunderschönen Stadion-Vlog. Kurz hier mal die Anmoderation gecrashed. Schalke gegen Bremen. Ich glaube, das ist das wichtigste Spiel der Saison und ich bin so gehypt, Junge. Schalke kann heute so einen dicken Step Richtung Aufstieg machen, Freunde. Ich hoffe, ihr enjoyt den Vlog. Ich habe heute besondere Karten, da werde ich gleich noch was zu sagen. Ansonsten, wichtige Ankündigung. Erstmal, lasst hier ein Like da, das ist wichtig und richtig. Zweite wichtige Ankündigung, wenn ihr das Video hier seht, ist heute auf Twitch um 13.15 Uhr das erste Mal meine Fußball-Talkshow. Ist richtig hochwertig produziert, wie eine Fernsehsendung. Das wird echt cool, glaube ich. Und ich freue mich da über jeden, der mich supportet. Also schaltet um 13.15 Uhr ein bei Twitch, @broski. Ich würde mich freuen. Kriegt ihr am Ende vom Vlog auch nochmal ein paar Szenen aus dem Studio zu sehen. Wird sehr geil. Also da freue ich mich über den Support. Jetzt aber genug gelabert. Ich muss los. Junge, heute können wir so dicke Steps Richtung Aufstieg machen. Wer hätte das gedacht, Alter? Unter Büskens 5 Siege in Folge. Schalke ist drin und wir gehen rein. Let's go. Freunde, wir sind da und es ist schon so maximal voll. Ehrenbruder Musti ist mit am Start. Der hat heute einfach Karten geklärt für Blauer Salon. Erzähl mal, was genau ist das? Für Familie, Freunde, Trainer, Spieler. Er hat einfach schon mal Cristiano Ronaldo die Haare geschnitten und ihn angefasst. Ey, der hat alles erreicht. Wie riecht er? Kann ich hier nicht genau sagen, wie der riecht, aber ich sag dir, der war ein super Typ. Leute, wir gehen rein. Heute muss Sieg her. Der Kollege Musti hat noch 2 Karten übrig. Was machen wir damit? Wir verschenken die. Easy. Von wem sind die Karten? Von Rodri bekommen. Ja, komm. Teilt euch auf, jeder kriegt eine, ne? Jawohl, vielen Dank. Ja, sehr, sehr das gerne. Das von den Jungs, ne? Sehr, sehr gerne. Korrekt, danke. Da geben wir euch doppelt so viel Gras, ne? Ja, muss, viel Spaß danke. Das Spiel. Ja, Freunde, es ist voll und wir brauchen Matchtipp. 3-1 Schalke. 3-1? 4-1. Boah, wer macht die Tore? Ferodo und Salazar, Freunde. Let's go, so muss sein. Viel Spaß beim Spiel. Ciao. Also ganz kurze Erklärung nochmal zu den 2 Karten von gerade. Musti und ich sind heute im Blauen Salon, das ist halt so für Spieler, Freunde, Familie, da war ich auch schon mal. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ist direkt über der Nordkurve, also sind sehr besondere Plätze. Die kann man auch logischerweise nicht kaufen. Und wir hatten jetzt noch 2 Tickets übrig. Der Kollege schneidet nämlich auch für Salazar die Haare. Und ja, wir hatten noch 2 Karten zu viel. Und dann waren da 2 Schalke-Fans, die sahen so aus, als könnten die noch eine gebrauchen. Die haben sich sehr gefreut. Die haben sich richtig gefreut. Vielleicht haben die den Braten gerochen. Ich bin auf jeden Fall, ihr merkt, es kann auch sein, dass heute die Kameraführung scheiße ist und ich übel am Zittern bin. Aber ich bin so gehypt auf dieses Spiel, ne? Das kannst du keinem erzählen, ey. So Puls heute. Hier in diesem blauen Salon, das ist halt dieser extra Bereich für die Spieler. Und guckt euch das mal an, wie cool das hier alleine schon aussieht. Mies geil. Ich war hier schon 2-mal drin. Bruder, das ist Endstufe, das ist so cool. Boah, geil. Das ist es, Freunde. Es ist absolute Gänsehaut. Jetzt gewinnen, ne? Ich bin so unfassbar nervös. Hallo Nordkurve Oberhang. Hallo Nordkurve Oberhang. Unterhang. Hallo Schalke, kommt zum Arena. Es kann losgehen. Hallo Schalke. Wie liebe ich dich? Komm, DJ, raus. Blau und weiß ist ja der Himmel, blau und weiß ist unser Fußballgarnitur. Blau und weiß ist ja der Himmel. Zusammen stehen,
Nürnberg werden auf jeden Fall auch die Daumen gedrückt, weil Nürnberg kann vielleicht auch noch aufsteigen. Das entscheidet sich vielleicht am letzten Spieltag. Bin ich übrigens auch da. Geil. Die Mannschaft des FC Schalke. Im Tor beginnt die 30 Martin. Ich habe meine Match-Prediction vergessen. Ich sag 3-1. Was sagst du? Ich sag 2-1. Hauptsache Sieg. Egal wie, Alter. Neben mir sitzt übrigens einfach die Karrieremodus-Legende Michi Langer. Aber ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Der will auch das Spiel gucken, der will auch chillen. Aber schon cool, Mann. Das ist geisteskrank. Ich bin hier einfach im Fanboy-Modus, ohne Witz. Das ist einfach zu verrückt. Bremen-Fans sind übrigens auch krass da. Achtet mal gleich darauf, wie krass deren Tribüne wackelt. Die machen auch gute Action, muss man sagen. Oh, gerade wird's gefährlich. Voll gut. Spielt Schalke komplett an die Wand. Gerade war Pfosten hätte schon 3-0 sein können. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber keine Worte. Kurzes Halbzeitfazit. Bremen ist klar besser, aber es ist trotzdem, glaube ich, noch alles drin. Bremen hätte 3-0 führen können. Schalke hatte auch ein, zwei größere Chancen. Ich weiß nicht warum, aber die sind defensiv so verunsichert. Keine Ahnung, Alter. Das ist
häufig einen Schritt zu spät. Kein Plan. Ich hoffe, die können es noch irgendwie rausboxen. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Saison, wenn du heute noch irgendwie einen Punkt mitnehmen könntest. Ne? Ey, aber Bremen ist wirklich assi gut, muss man ehrlich sagen. Aber Fans sind gut da. Komm mal, Halbzeit 2, vamos. So, wir sind jetzt hier in diesem blauen Salon und hier gibt's ganz viel geiles Zeug. Mit Schalke-Pferde. Ach, geil. Das ist lecker. Also, das Spiel ist scheiße. Aber damit kann man die Halbzeit überbrücken. Das geht jetzt. So, wir haben ein bisschen aufgeladen. Aber wir sind spät, wir gehen wieder rein. Vamos. Vorbei. Vorbei. Ey, Mann, Alter. Ja, das war's. Das Ding ist durch, ey. Ich kotze, Mann. Ich kotze. Warum versagt man in so einem Spiel? Ich schwöre es. Warum in diesem Spiel, bitte? 0-3, Mann, was ist das? 53. Spiel wieder 0-3. Es ist ein Trümmerbruch, Freunde. Die ganze Hoffnung ist weg. Ja. Wird eine coole Sportshow morgen, ehrlich, schaltet ein. Steini und ich werden richtig Spaß haben. Bremen nimmt uns einfach auseinander. Die haben zweimal Pfosten getroffen und führen 3-0. Malik, ciao, geht runter. Flick kommt, ich glaube, ein bisschen offensiver jetzt. 4-0, Alter. 4-0, Mann. Hey. Junge, ich mach den Vlog jetzt aus. Ohne Witz, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ey, wenn das so weitergeht, verlieren die das 6-0 oder so, ne? Geh doch mal! Komm! Komm! Ey, und dann so ein Dreckspass, Mann. So ein Dreckspass. Mann!
Freunde, das Spiel ist durch. Schwer nach dem 1-4 Worte zu finden. Die Stimmung war überragend, das möchte ich auf jeden Fall sagen. Also weiß nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe, dass eine Mannschaft nach so einer dicken Heimniederlage so einen Support gekriegt hat. Da bin ich wirklich stolz auf die Fans. Und ja, am Ende war Bremen einfach besser. Wir haben echt viel Scheiße am Fuß. Über den Rest quatschen wir morgen in der Fußball-Talkshow. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Aber wir haben noch alles selber in der Hand. Nächste Woche werden die Karten neu gemischt, 3 Spiele noch. Wenn ihr die letzten 3 gewinnt, steigst du auf. Das ist schwer. Es ist scheiße nach so einem Spiel, irgendwas zu sagen. Wir sehen uns gleich nochmal. Mann, das kotzt mich so an, ey. So, gibt noch ein bisschen Frustessen. Wir sind alle gebrochen. Ich filme auch deshalb lieber mal nicht in die Runde. Keine Ahnung, wer hier noch sitzt und nicht gefilmt werden will. Rodri hat mir gerade noch sein Trikot vom Match gegeben. Absoluter Ehrenmann. Musti hat es geklärt für mich. Sehr, sehr cool. Könnt ihr auf jeden Fall mal bei Insta abchecken, ein bisschen Liebe da lassen. Er ist der Beste. Ja, Mann. Einfach ein Match-One-Trikot, das kriegt auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Richtig cool. Nach dem Sieg hätte es 3-mal mehr geschmeckt, ne? So, sind jetzt schon ein paar Stunden nach dem Spiel vergangen. Ich bin jetzt auf dem Weg, beziehungsweise gerade angekommen in Köln. Wir haben jetzt noch die Probe und den Aufbau für die Fußball-Talkshow morgen. Ja, es ist ein richtiges Wechselbad der Gefühle heute. Das mit Schalke fuckt mich natürlich ab. Ansonsten, es war ultra krass, in dieser Spieler-Lounge zu sein. Also dickes Shoutout auch nochmal an Musti, der mich da reingebracht hat. Könnt ihr auf jeden Fall mal Liebe bei ihm dalassen. Bei Insta, der Bruder frisiert gefühlt halb Fußball Deutschland und eigentlich auch die komplette Welt. Der hat Cristiano Ronaldo eingefasst, Mann. Das ist so geisteskrank. Und meine Haare schneidet er auch. Und der hat mir auch das Trikot von Rodri geklärt, von Salazar. Einfach Match One Trikot, Junge. So im Fanboy-Modus gewesen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool gewesen da. Aber habe ich auch schon vorher gesagt, ich habe da jetzt nicht so viel in der Lounge gefilmt, weil das ist halt ein privater Raum für die Spieler. Und ich finde, da muss man da jetzt nicht die ganze Zeit mit der Kamera draufhalten. Vor allem nicht nach so einer Niederlage. So, ich finde, das gehört sich einfach nicht, wenn die da chillen wollen. Und vor allem, wenn da Familie und Kinder und so sind von den Spielern. Deshalb habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten. Könnt ihr, denke ich, mal verstehen. Ist, finde ich, so, macht man einfach. Also, wäre irgendwie dreist gewesen, hätte ich da jetzt jedem eine Kamera in die Fresse gehalten. Deshalb, ja, wisst ihr Bescheid. Ich gehe zur Probe und ich zeige euch gleich mal das Studio. Vamos. Wir sind an der Location angekommen, Freunde. Wir haben hier gerade noch ein bisschen Show-Vorbereitung, zweite Halbzeit. Bayern Dortmund läuft und ja, hier geht's morgen ab. Haben jetzt hier das Set-Final aufgebaut, gleich ist noch Probe. Hier sind die Plätze, habt ihr schon im letzten Vlog gesehen. Und das ist jetzt das fertige Set. Guckt euch das mal an. Wie geil ist das? Mit Torwand einfach. Vamos, das wird einer. Nichts passiert, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Ey, so geil das Ding. Hier werden auch immer die Leute, die zu Gast sind, unterschreiben, dass sich das irgendwann füllt. Beleuchtung mega geil. Und hier findet die Action statt. Schaut euch dieses geile Studio an, Junge. Ey, so eine Ehre, hier was drehen zu dürfen. Uff, müsst ihr auf jeden Fall morgen einschalten. Das wird richtig geil. Hier die beiden Casting-Couches. Und hier ist der Moderatorenplatz. Und hier stelle ich dir ganz unangenehm Fragen. Ey, so geil. Ich bin so gehypt auf morgen. Und ich zeige euch gleich noch was anderes. Denn wir haben ja auch so einen kleinen Hotseat am Start. Und den Raum zeige ich euch jetzt mal gleich. Das ist wirklich auch ganz, ganz böse. Das hier ist übrigens unser Hotseat für die Show. Hier kriegt Robert Andrich, wir haben ja immer einen Profi dabei, morgen die unangenehmen Fragen gestellt. Wie geil ist es bitte? Guckt euch das mal an, wenn ich mich hier hinsitze. Boah, das kommt schon mies böse. Stell mir irgendeine unangenehme Ja-Nein-Frage, ich beantworte die. Ja, perfekt, Digga. Coole Ja- oder Nein-Frage, dankeschön. Wurde so hängen gelassen. So, Freunde, das soll's von dem Vlog auch. Yep, das Licht geht aus. Klasse, professionell. Ja, sehr geil, mit Handy.
Ja, das soll es von dem Vlog gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Schalke, wir reden heute auf jeden Fall, wenn ihr das Video seht, in der Sportschau drüber. Checkt's ab, 13.15 Uhr geht der Stream los, twitch.tv/gamerbrother, ist auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinkt. Würde ich mich freuen, wenn ihr da rein supportet. Ansonsten, ja, cooler Vlog gewesen, glaube ich, für alle, die nicht Schalke-Fans sind. In dem Sinne, Freunde, abonniert den Kanal gerne kostenlos für weitere Stadion-Vlogs, für weitere Videos. Macht's gut, Freunde, ich bin raus, haut da rein. Ciao, ciao.